Servus, der Marc von Business to Business. Bei mir ist der James. Hi. Schon Kunde von mir gewesen vor vielen Jahren. Und jetzt hier, warst du damals noch ein Altenstudio wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist, sagen wir, 2018, haben wir umgebaut im Dezember. 2018 waren wir hier oben. Jetzt sind wir was? März 2023. Also 5 Jahre sind wir oben. Dann war es schon ein bisschen her. Oder ja, schon der Zeit, ja. Oder bei uns war es. So. Wir machen Nasenpiercing mit Segmentring. Und so sieht das Ding aus. So, dann gehen wir los. Ich halte den mal eben auf der linken Seite ein bisschen an, gell? Ja. So, James, dann werden wir den mal hinhalten. Desinfiziert tun wir es natürlich noch. Alles sind vorbereitet, steril. Ich finde es immer wieder cool und schön, wenn ich Kunden habe, die halt auch schon. Ja, keine Ahnung, so viele, viele Jahre bei uns waren oder uns kennen und dann trotzdem auch nach so vielen Jahren immer wieder kommen. Ja, ja, ja. Das Feeling ist zwar auch einige Freunde, das da und so, also. Ja, weil oft ist halt was neu, dann ist es hip und dann wird es schlecht und dann gehen die Leute wieder woanders hin. Wir haben es nicht gut durchgezogen. So. Dann ist nicht die erste Mal. Angst muss keiner haben, dass irgendwo Business von mir schon. Nase, klassisch mit dem Septum und Tränen, einfach kurz die Augen, wie du erinnerst du dich daran, dass kurz so die Augen raus. Tränen ist auch gar nicht so alt, also das ist. Das ist so. Los geht's, ich nehme mal den Ring und dann schauen wir mal. Was machst du? Arbeitest du? Findest du? Ja, ich arbeite. Ich arbeite beim Starbucks in der Open-Tour. Ah. Als Barista, oder? Genau, ja. Ist da jeder Barista oder muss man das erst noch irgendwie eine Ausbildung machen? Du kannst theoretisch einfach so hinkommen, aber du hast halt schon eine Ausbildungszeit, also halt eine Trainingzeit, wo du halt eingeschult bist und so weiter. Nimm mal die Hand. Und? Finde ich jetzt aber ein gutes Placement, also das ist eigentlich. Ich sage ja, meistens passt mein Erstvertrag eh ganz gut, aber man kann drüber reden, wenn einer sagt, du, das ist so weit vorne. Ich finde es cool. Nein, ich finde es gut, das ist ein gutes Placement eigentlich. Mhm. Perfekt. Dann machen wir es. So. Danke, James. So, los geht's. Wir starten. Ja, ja. Du machst mir beim Stechen kurz die Augen zu. Ich hau das kurz durch und das war's. Das war's schon. Dann war das fertig. Alles war das okay, oder? Ja, ja, alles gut. Haben wir das geschafft? Dann sind wir drin. Schmuck ist durch. Ist drin. Dann gebe ich dir mal einen T-Rex, um die Augen abzupfen. Ja, James. Genau, das ist immer das ist der ernste Mann, was es du ist, tut nicht, es tut nicht mal so weh oder sowas. Nein, aber das Reflexnerv, Trigeminus. Ja, genau, ja. So, zeig ich mal kurz hier YouTube. So sieht er aus. Alles cool, cooler Look für dich. Passt vom Style gut zu dir. So, ich gebe dir auch mal ein Spiegel in die Hand, dass du noch ein bisschen was genaueres siehst. Ja? Bitte schön. Das? Super. Cool, cooles Placement, passt. So, ich erkläre dir mal die Pflege. Vielleicht hat sich gar was für dich geändert. Das weiß ich nicht, ob du noch den ganz alten Kram kennst oder die neuen Produkte schon. Ah, ich kenne die neuen schon, Spray and Kale, cool. Ja, ist bald auch schon 10 Jahre her. Spray and Kale bitte nehmen, zuerst die Hände waschen und desinfizieren. Mhm. Dann bitte Pondylinspray auf die Nase aus und auch in die Nase rein. Bitte innen drin reinigen mit der Küchenrolle. Achte darauf, dass du den Schlotter rausgehst. Oft sammelt sich dann doch ziemlich viel Opel drin, dass man die wirklich ausputzen, dass das gar nicht erst zu hart und fest wird. Dann das Gel nehmen, vom Gel einen Tropfen auf den Finger, außen innen drauf, auf den Ring direkt und dann sanft bewegen. Dadurch kommt auch das Gel in Stichkanne. Und wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag und dann auch 3 Wochen einmal. Das heißt 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen bist du wieder hier. Dann haben wir einmal einen Check-up. Okay, dann nehme ich raus. Okay. Die Verbandswechsel raus, mal rein und fertig. Ja? Gut. Fragen?
war eigentlich ganz Fahrrad fahren tust du nicht, Sauna und so weiter, das bei drei Wochen nicht, aber du kriegst natürlich auch in alter Gewohnheit alles schriftlich mit, also musst du nicht lernen. Okay, was? Seine Zettel voll. Passt mir lieber. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja. Danke fürs Kommen. Euch danke fürs Zuschauen. Ciao. Baba.